Liebe Mitchristen, was für eine schöne Geschichte schenkt uns das Sonntagsevangelium. Jesus steigt mit Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg Tabor. Und was geschieht da? Jesus wird verklärt. Was für ein komisches Wort, Verklärung. Was heißt das denn? Jesus steht plötzlich in einem ganz schönen Licht, umgeben von einem wärmenden Licht. Seltsam und gleichzeitig spannend. Wir bereiten uns auf Ostern vor. Ostern, die Auferstehung Christi. Auch da steht Jesus im Licht des Ostermorgens. Licht der aufgehenden Sonne, Licht des Orients. Dort, wo die Sonne aufgeht, die Sonne unseres Lebens, nämlich das ewige Leben, die Liebe, die Gott uns allen schenkt. Jesus bietet den drei Aposteln einen Vorgeschmack dessen an, was an Ostern geschehen wird. Er bereitet die Jünger vor. Sie werden sich später an dieses Bild erinnern. Sie werden dann leichter an die Auferstehung ihres Herrn glauben können. Es ist, wie wenn Jesus ein Fenster aufmachen würde, durch das sie den Himmel sehen. Und wie reagieren die Jünger? Petrus findet dieses wärmende Licht, das von Jesus ausstrahlt, so schön, dass er gerade alles vergisst und für immer auf diesem Berg Tabor bleiben will. Er verneigt sich respektvoll. Er spürt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und wir, liebe Mitchristen, wie reagieren wir? Wie wirkt dieses Bild der Verklärung Jesu auf uns? Nehmen wir dieses Licht in uns auf und lassen wir uns begeistern von diesem Osterfest, das kommt. Ich wünsche uns allen weiterhin eine frohe Fastenzeit.